Kurz und gut. Stellen Sie sich vor, ein Großgrundbesitzer hält Sklaven und unter diesen befindet sich, ohne dass er es weiß, ein Philosoph. Dieser Philosoph ist Epiktet. Und er nervt seinen Herrn den lieben langen Tag mit seinen Belehrungen. Weißt du, Herr, wer arm ist, wird trotzdem von den Göttern geliebt. Herr, andere anzuklagen ist ein Zeichen von Unwissenheit. Macht ist kein Zeichen von Stärke. Gewalt ist eine schwache Kraft. Es ist zum Verrücktwerden. Auch der Großgrundbesitzer hält es irgendwann nicht mehr aus und klemmt Epiktets Bein in ein Rad ein. Wenn er das Rad dreht, wird er Epiktets Bein brechen. Er fragt Epiktet, was passiert, wenn ich dieses Rad drehe? Dann, Herr, wird mein Bein brechen. Der Herr ist außer sich angesichts so viel Unverfrorenheit und dreht das Rad. Epiktets Bein bricht. Klack! Und was antwortet Epiktet? Ich habe es dir ja gesagt. Was hat er ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, dass die Macht des Sklavenbesitzers der Stärke des Philosophen nichts anhaben kann. Der Philosoph wird geschlagen, weil man ihn nicht fassen kann.